in deiner Realität nicht ausweichen kannst, ne, dann stell dich lieber heute als morgen, obwohl ich Migrantenkind bin, das nicht kritisiere oder ablehne, dass ich Ex-Muslim bin, ne, das ist der Raum, den ich erreichen kann, wo ich etwas bewegen kann im Sinne meiner Überzeugungen, bin seit einem Jahr Veganer für die Tiere. Und das liegt halt daran, dass man halt unangenehme Wahrheiten aufgeschoben hat. Dass ich die Migrationsbewegung durchaus kritisch sehe, weil grundsätzlich bin ich mal bestrebt, für das einzutreten, was ich für richtig halte. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM, heute im Gespräch mit Feroz Khan. Feroz, grüß dich, danke, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ich sehr interessant finden will und vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, ich möchte, dass du dich gleich mal selber vorstellst und ich habe mir gestern länger Gedanken gemacht, wie stelle ich dich eigentlich vor? Und der Satz, der bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist, dass du ein Mensch bist, der sich sehr für Deutschland einsetzt, ja? Und ich glaube, das ist der einzige Satz, den ich sagen möchte, um dich vorzustellen, dass du einer bist, den ich als wahren Patrioten bezeichnen würde. Und jetzt würde ich aber gerne das mal auf dich rüberleiten. Wie würdest du dich denn selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ja, also das kann man paraphrasiert schon so stehen lassen. Das unter anderem trifft das zu. Wobei ich über dieses Thema sehr viel nachdenke in letzter Zeit. Weil du hast auf der einen Seite eine ethische Auseinandersetzung auch in der Gesellschaftspolitik, ne? Wo du dir die Frage stellst, ob du für Interessen eintrittst oder ob du für das eintrittst, wovon du überzeugt bist, dass das Richtige ist. Das eine muss das andere nicht ausschließen, aber es ist eine ethische Auseinandersetzung. Ne? Trete ich ein für Gerechtigkeit, ne? Oder zumindest für das, wovon ich überzeugt bin, dass es gerecht ist, oder trete ich ein für Lobbyismus, für Interessen jener oder jener Gruppe. Das ist das eine Thema. Grundsätzlich, klar, ich habe das immer auf den deutschsprachigen Raum bezogen, ne, weil das ist der Raum, den ich erreichen kann, wo ich etwas bewegen kann im Sinne meiner Überzeugungen. Und da kann man durchaus sagen, ja, in Bezug darauf bin ich natürlich patriotisch. Ne, aber grundsätzlich bin ich mal bestrebt, für das einzutreten, was ich für richtig halte. Unabhängig davon, wie kann man mich noch vorstellen? Also ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, an der TU Dresden 2018 meinen Master gemacht in Eisenbahningenieurwesen. Eisenbahningenieurwesen? Genau, ich bin Eisenbahningenieur. Aha. Und unabhängig davon betreibe ich auch einen YouTube-Kanal. Richtig, ja. Und bin seit einem Jahr Veganer für die Tiere. Das ist vielleicht ein Eindruck für die Zuschauer. Mhm. Richtig, vegan habe ich gesehen, ist auch ein Thema. Ich finde, das sollte eigentlich gar nicht so ein großes Thema sein, generell, was man da ist mit seiner Ernährungswahl, was mit Sicherheit auch nur mehr ist als nur Ernährung, weil du stehst ja auch dahinter. Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema, warum man das macht. Ich glaube, auch da hast du dich getreu dir selbst auch klar positioniert. Ja? Du hast nicht nur gesagt, übrigens, ich bin vegan, sondern du vertrittst das natürlich auch. Und gehe auch in die offene Debatte, auch mit meiner Community, auch wenn es da Widerspruch gibt, klar. Genau, ja, und den wirst du ja immer bekommen. Ja, immer, wenn, das kennen wir ja sowieso. So ist es. Ja, kannst du niemals allen gefallen. Richtig, genau. Vielleicht sollte ich dazu noch was sagen. Du sagst ja, du hast auch einen YouTube-Kanal, der hat einen sehr bekannten YouTube-Kanal. So kenne ich den Feroz auch, der heißt Achse Ost-West. Wir blenden es jetzt gleich mal ein Video, wie ich das erste Mal auf dich gekommen bin. Es ist wahrscheinlich für viele Millionen Menschen in diesem Land das Video, das so der Door-Opener war. Und zwar ist es ein Video vom WDR. Ich würde jetzt gerne zu Ihnen gehen. Ich kenne Ihre Geschichte nicht, vermute aber, dass Sie einen Migrationshintergrund haben. Das ist richtig. Mein Name ist Feroz Khan. Ich bin aus Dresden hier. Und, Entschuldigung. Ich bin ursprünglich aus Frankfurt, aber ich lebe seit einem Jahr in Dresden. Okay. Und ich möchte noch mal einige Punkte betonen bzw. bestätigen. Sagen Sie mir bitte noch, wo Ihre Familie ursprünglich herkommt. Meine Eltern stammen aus Pakistan. Deswegen haben wir eben gelacht bei Migrationshintergrund, dann kam Dresden. Und eben, ich möchte einige Punkte betonen, und zwar kann ich zunächst einmal bestätigen, dass ich auch die Zahl laut Fokus sechs Verurteilungen gelesen habe. Der Fokus schreibt davon, dass die meisten davon zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dieser laschen Justiz steht die Legislative gegenüber. Das Strafgesetzbuch, Paragraph 177, Absatz 1 für sexuelle Nötigung, sieht eine Freiheitsstrafe, eine Haftstrafe, nicht auf Bewährung, zwischen 6 Monaten und fünf Jahren vor. Das heißt, Sie meinen, das Ganze ist zu lasch von der Justiz. Es ist zu lasch. Es ist eine Fehlleistung der Judikativen. Und
In diesem Video damals, was ich da so interessant fand, da erstens mal sieht man, da bist du noch ein deutlich jüngerer Mann gewesen, ja, und man meint vielleicht ganz am Anfang, du bist irgendwie noch grün hinter den Ohren, aber sobald die dir dann die erste Frage stellt und du darauf antwortest, merken alle, nee, bist du überhaupt gar nicht mehr, ja, sondern du bist quasi viel mehr vorbereitet gewesen auf diese Situation, ja, wie wenn du dafür gemacht gewesen wärst, ja. So kam mir das rüber. Ja. Wie hast du das denn eigentlich damals? Oder was war der Grund, warum du dort überhaupt warst? Also Fab, ich muss zugestehen, ich war auch nicht ganz unvorbereitet. Mhm. Und zwar hatte ich diese Sendung gesehen. Ich fand das Konzept sehr interessant, dass auch Zuschauer mit ins Gespräch geholt werden. Das nennt sich Hashtag Ihre Meinung vom WDR. Und ich hatte dann eine andere Folge zuvor gesehen. Und dann haben die am Ende noch ihre E-Mail-Adresse eingeblendet. Falls sie auch sich beteiligen wollen, dann können sie sich bewerben. Dann habe ich mich beworben, wurde auch gecastet im Vorfeld. Also die wollen, ich finde das zu Recht, im Vorfeld wissen, mit wem sie es zu tun haben, wen sie einladen, wer da zu Wort kommen kann. Ne? Dann habe ich mich quasi in einem halbstündigen Gespräch gestellt, wo ich aber auch alles offengelegt habe, wie ich zu damaliger Zeit Pegida, dass ich denen differenziert gegenüberstehe. In Dresden habe ich ja gelebt, dass ich da, obwohl ich Migrantenkind bin, das nicht kritisiere oder ablehne, ne? Oder ihr Demonstrationsrecht abspreche. Dass ich Ex-Muslim bin, ne? Das war damals ein aktuelles Thema. Dass ich die Migrationsbewegung durchaus kritisch sehe. Das habe ich alles offengelegt, dann haben die gemeint, ja, das ist sehr interessant für uns, kommen Sie gerne. Und dann hatte ich mich auch schon, die wussten, dass ich das, dass ich derjenige bin im Publikum. Mhm. Die Redaktion wusste das in jedem Fall. Ne? Ob die Moderatorin das wusste, das weiß ich nicht, die Frau Böttinger, die mich drangenommen hat. Ja. Oder ob ihr nur gesagt wurde, der junge Herr im blauen Pullover, der hat einen langen Weg auf sich genommen, der sollte möglichst drankommen, das weiß ich bis heute nicht. Ne? Mhm. Jedenfalls, sie war ja mehr oder weniger überrascht über meine Meinung, aber ich wusste, wenn ich drankomme, dann ist es eine Möglichkeit, da mal seiner Meinung Luft zu tun, weil es ist im Endeffekt, hat sich da lange was angestaut gehabt, 2016, ne? Ende 2016, nach der Kölner Silvesternacht, nach 2016 gab es ja auch einige Terroranschläge noch in Deutschland, die konnotiert waren mit der Massenmigration, die unkontrolliert stattgefunden hat, und in dem Zusammenhang hatte ich da eine Gelegenheit, meine Meinung differenzierter darzulegen. Ich meine, das hast du zum einen gemacht, du hast es sehr eloquent gemacht. Ich denke, das war so das Überraschende, weil Menschen sind eben so, man spricht immer von keine Vorurteile, aber wir haben so oder so sofort ein Vorurteil, das abgespeichert ist. Ja. Und man hätte nicht gedacht, dass du dich jetzt da so eloquent ausdrückst. Das war das eine natürlich, was du da gemacht hast, und dann das andere, aber was für dich auch spricht, im Englischen sagt man to rise to the occasion, also du, wenn der Moment kommt, dann stehst du auf und dann nutzt du den, du ergreifst die Chance quasi. Ja. Ich glaube, das hast du da schon gemacht, weil das ist bis heute bei sehr vielen Leuten der Moment, der hängen geblieben ist. Ja. So, und das ist quasi, ich habe auch so einen Moment bei YouTube, wo wir über Jahre lang da als kleinen Kanal rumgekrebst sind. Und dann kam da mal so eine Situation im Finanzwesen, und ab dann habe ich gesagt, Pam, und ich mache jeden Tag Videos jetzt und wir ballern hier voll rein und so. Und da habe ich meine Chance damals ergriffen. Ja. Ja. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, egal in was, wenn man erfolgreich sein möchte im Leben und man sieht diese Chancen, die immer mal wieder auch vorbeifahren wie fahrende Züge, dass man sagt, so, stopp jetzt und ich steige da ein und ich nehme das Ding jetzt mit. Da ist es der Unterschied, Charakterunterschied, ob du ein Mann das jetzt bist, oder ob du jemand bist, der es versteht oder der sich Angst vorher einreden lässt. Ne? Aber die Dinge passieren nun mal im Jetzt. Ja. Ein Mann der Tat. Ja? Ja, das ich glaube, das bist du auch, der da nicht wegläuft. Ja, jetzt haben viele wahrscheinlich schon gemerkt, die Themen Migration sind so Grundthemen, die dich beschäftigen, die wahrscheinlich jetzt sehr viele Leute beschäftigen. Nur ist die Frage halt, wie leben sie das aus? Die einen tuscheln es halt und jetzt wird es immer lauter, das Nachhallen. Wenn wir uns jetzt gerade mal so die Situation anschauen in den Medien, dann sieht man schon einen unglaublichen Wandel. Und man muss gar nicht zurückgehen in ein Jahr, sondern man sieht das fast jetzt Woche für Woche. Also ein Event auf das andere. Jetzt haben wir die Situation in Israel, der Konflikt zwischen der Hamas und den Israelis, der sich jetzt möglicherweise zu einem Flächenbrand ausweiten könnte. Und jetzt stellen die Medien fest, während sie vorher jede Situation, die eigentlich offensichtlich war, dargestellt haben, als wären das alles Einzelfälle und alles unter den Teppich gekehrt haben, bis der Teppich quasi solche Wellen geschlagen hat, weil so viel Müll drunter geladen wurde. Und jetzt heißt es plötzlich, die Bild-Zeitung titelt letzte Woche, haben wir Hunderttausende Antisemiten ins Land gelassen. Jetzt, ja.
Was für eine Ironie. Ja, also jahrelang verschlafen halt, ne? Und gewissermaßen auch vor einer Erkenntnis, also kollektiv vor einer Einsicht weggerannt. Mhm. Also du hast gerade gesagt, ne? Wir sind wie die Leute, die wegrennen, die weglaufen. Und ich halte immer die Leute dazu an, nicht nur nicht wegzulaufen, sondern aktiv sich zu konfrontieren mit dem, was man sich konfrontieren muss. Ne? Mhm. Wenn du eine Realität nicht ausweichen kannst, ne? Dann stell dich lieber heute als morgen. Ne? Dann hast du vielleicht noch eine Chance, das irgendwie abzuwenden oder umzulenken oder das Schaden zu begrenzen. Ne? Aber wegrennen, ich glaube, das ist etwas, was wir kollektiv halt feststellen. Das ist dieses Beispiel, ne, dass wir jetzt erst, dass die Mainstream-Medien jetzt erst auf den flächendeckenden Antisemitismus kommen, der nun mal mit muslimischen Migranten konnotiert ist, ne, in diesem Land. Hashtag not all, ne, das gilt grundsätzlich, ne, aber es ist eine Tendenz, die wir feststellen können. Und ich denke, dass aus jüdischer Sicht, also in Deutschland lebende Juden, aus deren Sicht, glaube ich, ist das, wenn die Antisemitismus zu befürchten haben, dann tendenziell am ehesten aus dieser Rubrik. 100%. Ja, das ist etwas, wovon man halt lange Zeit die Augen verschlossen hat, zumindest im Mainstream-Bereich. Ne? Und wenn man das jetzt erst einsieht, ne, dann ist es ganz klar erstmal zu attestieren, ja, das kommt ziemlich spät und das liegt halt daran, dass man halt unangenehme Wahrheiten aufgeschoben hat. Ne? Und das trifft einen dann umso härter. Ja. Man hat die eine Lüge mit der anderen überdeckt, ja, weil ich wäre auch immer vorsichtig mit Verdrängen. Irgendwann kann ich es nicht mehr abtun mit es wird verdrängt oder es ist nicht bemerkt worden, sondern die wissen es ganz genau. Ja. Aber sie haben es so lange versucht wegzudrängen, bis dieses Problem ein Koloss geworden ist. Und jetzt steht man davor und guckt nach oben und jetzt kann man nicht mehr anders als zu sagen, was haben wir hier gemacht? Und wird wieder versuchen, die gleichen Mechanismen zu nutzen und so zu tun. Also wer hätte es wissen können? Ja. Wir haben es doch nur gut gemeint. Ja. Taktisches Auszögern in dem Fall. Ne? Und Taktik, sage ich grundsätzlich, ist nicht immer unberechtigt. Ne? Aber das hat schon etwas, das kann Züge haben von Selbstbetrug. Und dessen Früchte trägt man dann früher oder später. Mhm. Ich muss grundsätzlich sagen, zu der Israel-Palästina-Frage, ich habe dazu keine fundierte Meinung. Ich kann mir kein finales Urteil erlauben auf Basis meines bisherigen Wissens. Mhm. Ich halte mich da entsprechend zurück. Ich bin gespannter Beobachter, soweit man das zu so einem ernsten Thema sein kann. Ich höre gern zu, ne, anderen Leuten. Ich versuche mir ein Bild zu machen. Es hat ja auch eine unglaublich große historische Dimension. Ne? Absolut, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich weiß, was ich weiß. Und ich bin bestrebt darin, auch in etwa einzuschätzen zu können, was ich nicht weiß. Mhm. Deswegen in der Hinsicht bin ich ergebnisoffener Teilnehmer im Publikum der Debatte. Ja. Ich finde das auch ganz wichtig. Man muss sich nicht, das ist ja auch so eine urdeutsche Sache, dieses platziere dich in eine Richtung. Ja, das muss man nicht. Ich mache ja auch einen Podcast, Hoss und Hopf, und wir hatten dieses Thema letzte Woche und wir haben ganz klar gesagt, ich bin nicht der sich irgendwo in die Richtung stellt und jetzt von der Seite aus sagt, die anderen sind der Feind, weil das ist genau das, was jetzt gewünscht ist, ja, sich dazwischen sich zu positionieren und um dann nachher diese Spaltung, nicht um nichts anderes geht, das ist ja ein weiterer, noch stärkerer Versuch der Spaltung jetzt. Also ich halte auch nichts davon, Demonstrationen zu verbieten, wie wir es jetzt wiederum sehen. Für jeden Quatsch, ich sehe es hier in Stuttgart, die Fahrradfahrer, da wird die halbe Stadt gesperrt. Jeder kann für alles demonstrieren und die Stadt lahmlegen. Ja. Aber wenn Leute auch jetzt für ihr eigenes Volk oder für Palästinenser im Allgemeinen demonstrieren, dann wird ihnen das verboten. Das ist für mich ein absolutes No-Go, sowas. Ja. Man muss halt nur Gefahrenpotenzial abwägen, aber wenn das nicht gegeben ist, dann sollte das Recht wahrnehmbar sein, hundertprozentig. Ich denke, das, was du sagst, ne, dass das gefordert wird und neutral ist keine Position, ich halte das für absolut unterschätzt, auch keine Position zu haben oder neutraler Beobachter zu sein. Und ich nehme das gerne bei verschiedenen Themen heraus, wo ich entweder keinen persönlichen Bezug habe oder nicht genug qualifiziert bin von meinem Wissensstand, ne, dass ich sage, okay, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Absolut. Selbst die Dinge, die mich betreffen, dann nehme ich lieber im Publikum an der Debatte teil und bin gespannt, was die Herrschenden zu sagen haben. Und das ist ja auch etwas zum Beispiel zum anderen Themenkomplex, was ich in der Klimadebatte so sehr beklage. Ich finde, die Debatte wird in der Öffentlichkeit nicht authentisch geführt, nicht mit authentischen Gegnern der Theorie, ne, des menschengemachten Klimawandels. Wenn das passieren würde, dann würde ich dem sehr gespannt beiwohnen. Aber ich beklage, dass das eben hinausgezögert oder aus taktischen Gründen eben verweigert wird. Ne? Und alleine das ist schon ein, zumindest für mich ein Argument, zumindest skeptisch zu sein. Ne?
Weil wenn derjenige, der die Deutungshoheit aktuell hat, die Debatte verweigert, dann wirkt es zumindest, wenn man es nur an diesem Punkt festmachen will, etwas suspekt. Absolut. Und man sagt ja auch, die Wahrheit steht von alleine. Die Lüge muss gehalten werden. Ja. Ja. Und ich denke, das sieht man da auch wieder. Wenn es so 100% klar wäre, alle Wissenschaftler sind sich einig, ja, das Narrativ, das da immer gebracht wird, wo jetzt auch immer mehr Leute merken, es ist absolut nicht so. Ja. Merkt man immer, wenn keine Diskussion zugelassen werden kann, dann ist es so, weil ein Narrativ muss gepusht werden. Wir müssen diese Agenda durchziehen. Wir dürfen also keine Diskussion zulassen. Ja, interessant, das Klimathema, dass uns das auch beide so ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, es ist gar nicht für mich jetzt das Klimathema per se, sondern die Art, wie es geführt wird. Ja. Meine Fühler gehen immer hoch, wenn ich merke, dass Diskussionen in eine gewisse Art und Weise gelenkt werden. Und dann schaue ich näher hin, weil ich, sonst würde ich mich da gar nicht so sehr damit beschäftigen, weil ich spüre schon instinktiv, wo wieder versucht wird, uns etwas einzupflanzen, wenn man eben eine Seite nur sehr, sehr einseitig präsentiert und keinen Gegenstimmen zulässt. Fühlst du dich in der Hinsicht auch manipuliert, indoktriniert? Die Frage ist jetzt, ist der Versuch, mich zu manipulieren, schon die Manipulation selbst? Ja. Und also ja, ich fühle mich manipuliert oder ich fühle, dass man versucht, mich zu manipulieren. Verstehe. Inwiefern diese Manipulation funktioniert? Wahrscheinlich, Feroz, sind wir alle deutlich mehr manipuliert, als wir denken. Wir sind alle programmiert. So ist es. Und jeder sagt ja immer, ich sehe das auch, wenn ich diese Themen manchmal anspreche in den Kommentaren, sagen die Leute immer, bei mir funktioniert diese Manipulation nicht. Die hat schon funktioniert. Ja, hundertprozentig. Du kannst dich nicht komplett entziehen. Mhm. Ne? Da gibt es ein Spektrum des Aufwachens, ne? Oder des Aufgewecktseins, mhm. ne? des Wachsamseins. Aber niemand ist absolut frei von der Umwelt, die uns eben programmiert über die letzten Jahrzehnte. Das, was wir mitbekommen über Hollywood, über Medien, richtig. Dem kann man sich nicht gänzlich entziehen. Ja, also auch Hollywood, sehr interessantes Thema. Wer kontrolliert die Meinungen? Und wie wird das Ganze verpackt und an die Leute weitergegeben? Ich denke, das Thema Manipulation ist da sehr interessant, weil wir natürlich auch wir sehen das ja in Deutschland, da gibt es die Leute, die sagen, ich bin der Aufgewachte und die anderen sind die Schafe. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ist es ja so, dass wenn wir uns Algorithmen anschauen, wie Medien gesteuert zu verschiedenen Menschen quasi wie konsumiere ich die oder was bekomme ich auf den Tisch gesetzt? Das ist vielleicht die bessere Analogie. Ich bekomme ja das, wonach ich suche, ganz konzentriert. Das heißt, wenn ich mich in eine Richtung bewege, dann bekomme ich vermehrt aus dieser Richtung Mediennachrichten platziert. Ja? Ja. Insofern bestätigt das meinen eigenen Bias, sagt man dann. Ja? Und somit fühle ich mich eigentlich immer mehr bestätigt. Confirmation Bias. Richtig. Ich fühle mich also quasi, jeder fühlt sich immer mehr bestätigt. Und wir hatten das, mein Bruder hat beispielsweise eine amerikanische Frau und die hat aus einer ganz anderen Richtung ihre Medien konsumiert. Und damals zur Corona-Krise haben wir Diskussionen immer geführt und sie... was sie konsumiert hat, hat sie dazu führen lassen, dass sie gesagt hat, das ist die sicherste Impfung in der Menschheitsgeschichte. Das ist die mit den allerwenigsten Nebenwirkungen. Das ist das absolut Beste, was wir je produziert haben, in der absoluten Rekordzeit, die es jemals gab. Ja. Und ich habe eben ganz andere Erkenntnisse gehabt. Aber jeder von uns war vollkommen überzeugt, dass das, was er gelesen hat, die Studien, die er gelesen hat, richtig sind. Ja. Warum? Weil wir uns eben unterschiedlicher, wenn man so möchte, Propaganda auch oder Manipulationsdaten bedient haben. Es gibt auch alternative Propaganda, 100%. Ganz natürlich. Ja, 100%. Klar. Ja, das sehe ich auch so. Man muss das vielleicht auch, das ist ja auch ein Vorwurf, den Leute oftmals machen, wenn sie sagen, das ist Hetzpropaganda oder so. Mit Sicherheit wird ja die Angst von beiden Seiten des Spektrums gleichermaßen genutzt haben. Ja. Angst ist sowieso ein gängiges Mittel der Politik. Aber ich denke, es ist nicht unberechtigt, weil eine Politik, die die Realität nicht instrumentalisiert, also antizipiert, was drauf zukommen könnte, wenn wir diesen Pfad proaktiv weitergehen, also auch Angst erzeugt, ne, vor einem negativen Szenario, die ist impotent. Eine Politik, die das nicht heranzieht, um das den Leuten quasi darzulegen, worauf das hinauslaufen kann,
die kann gar nicht handeln, die ist handlungsunfähig. Ich denke, es ist nicht ganz unberechtigt. Es kann natürlich irgendwann auch manipulative und ja, psychologisch übergriffige Züge annehmen. Mhm. Ne? Und dann wäre das nicht mehr legitim. Aber ich denke, grundsätzlich Angst, alle, das machen alle. Die werfen das uns vor. Also ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Die Leute, die Massenmigration kritisieren, die werfen es denen vor, dass die Angst machen vor dem Ausländer. Umgekehrt machen die Angst vor dem Klimakollaps. Richtig. Also das ist ein gängiges Mittel. Jeder zeichnet ein Negativszenario. Ja, da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Ne? Jemand, der an der Politik, an der politischen Debatte teilnimmt und diese Mittel nicht verwendet, ja, der ist handlungsunfähig. Der ist obsolet. Der ist auch, also absolut nicht in irgendeiner Form brauchbar in der Debatte. Ja. Da leitest du ja schon über, wenn wir uns das anschauen, vor einigen Jahren, da war eine Partei, die gewarnt hat vor den Zuständen, die wir jetzt faktisch haben. Ja. Ich würde sogar sagen, dass die teilweise wahrscheinlich selbst nicht gedacht hätten, dass die Zustände so dramatisch sind, wie wir sie jetzt haben. Ja. Und nicht nur eine Partei, es kam aus allen Lagern. Wenn wir bei den Grünen schauen, ein Boris Palmer. Wenn wir bei der SPD schauen, Thilo Sarrazin mit Deutschland schafft sich ab. Das ist ein Buch, der Mann ist an sich prophetisch gewesen. Ja? Prophetisch. In der Hinsicht, ja. Wie hat man auf ihm eingeschlagen und jetzt will es keiner mehr wissen. Und er hatte mit allem recht, was er gesagt hat. Ja? Und die AfD, das ist ja eine Partei, die du offen bei der du sagst, dass du sie offen wählst, ja. Was ja, ich glaube, da ändern sich jetzt auch die Zeiten. Das ist, man muss das immer reflektieren, wie schnell sich da alles gerade ändert. Ja. Vor wahrscheinlich 1, 2, 3 Jahren hat man dich noch komplett schief angeschaut und wahrscheinlich so aus, sag ich mal, einer migrantischen Richtung eher gesagt, du bist eine Art Verräter oder so. Das würde mich mal interessieren, was war der Vorwurf, den du bekommen hast? Also ich muss ganz klar sagen, aus migrantischer Sicht war die Anfeindung deswegen nie wirklich so penetrant. Mhm. Also ich kann das vergleichen, weil ich auch 2021 mit Ich wähle AfD, Change My Mind auf die Straße gegangen bin. Und das mache ich dieses Jahr wieder. Und ich kann die Resonanz vergleichen. Und damals war das, angefeindet wurde ich immer nur von, ich sage es ganz offen, weißen Deutschen, die wahrscheinlich eher dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Zuletzt auch die Erfahrung gemacht in Mainz. Ne, da waren es eher die Migranten, die gesprächsbereit waren, interessiert auch waren, ergebnisoffen an der Debatte teilzunehmen und mir die Frage zu stellen, warum, was bewegt mich dazu, was sind deren Bedenken, was sind deren Kritikpunkte, kann man ja ganz offen austauschen. Aber eine wirklich, also mit denen kann man debattieren. Das ist meine Erfahrung generell mit Migranten, auch wenn wir von muslimischen Migranten reden, konnte ich über Politik, Gesellschaftspolitik, was Deutschland betrifft, immer ergebnisoffen diskutieren, auch in meiner Familie. Worüber ich nicht diskutieren konnte mit Muslimen, war der Islam. Ne, weil da eben ein theologischer Anspruch des Perfektionismus, des Dogmatismus herrscht. Das ist ein anderes Thema, aber das war, abgesehen davon, konnte man über Gesellschaftspolitik immer reden. Mhm. Auch über GZ, über, also die Zwangsgebühr. Ne? Mhm. Auch darüber kann ich in meiner Familie mich offen austauschen. Wo es dann dogmatisch wiederum wird, ist eher bei deutschen Linken. Das ist die inländischen Linken, die meinen, etwas wieder gut machen zu müssen, ne? Die mich dann als Nazi beschimpfen oder als Rassist oder sowas, das gängige Floskel in dem Kontext. Mhm. Aber auch da scheint sich was bewegt zu haben. Also in den letzten 2 Jahren kann ich das vergleichen. Mittlerweile steht die AfD bei knapp 22% bundesweit. Damals war das noch so bei 10%. Ne? 2021 ist ja mit 11% eingezogen, hat sich verdoppelt. Und das spürt man auch in der Gesellschaft. Ne? Die Leute haben bestimmte Vorurteile überwunden, die man gegenüber Rechten oder gegenüber AfD hat. Man ist auch selber betroffen, offensichtlich. Das geht an niemandem vorbei. Die Auswirkungen der Ampelpolitik, Energiewirtschaft, ne, das haben wir alle zu spüren bekommen, spätestens im Portemonnaie. Ne? Also ich denke, da sind auch sicherlich Eigeninteressen irgendwann dann angeschlagen. Und aber das ist so ein bisschen mein... Ich bin später tatsächlich noch hier in Stuttgart auf Stimmenfang mit Change My Mind. Ich bin sehr gespannt, was die Stuttgarter dazu zu sagen haben. Oder die Klientel, die sich hier jetzt mittlerweile das Straßenbild bestimmt. Ja. Auch das ist sehr international. Da bin ich mal gespannt, was du da erzählen wirst. Also vielleicht, um das kurz zu erläutern mit Change My Mind. Das heißt, du setzt dich hin. Mhm. Baust du da so ein Tischchen auf? Ja, oder? Genau. Okay, und dann stellst du da deinen...
deinen Claim hin, deine Grundaussage. Ein Plakat, genau. Und du sagst quasi, überzeuge mich vom Gegenteil. Genau, genau. Ich bin falsifizierbar. Mhm. Wenn du debattieren möchtest, ne, dann setz dich hin. Mhm. Hier hast du die Chance, mir deine Meinung ins Gesicht zu geigen. Ja, ich finde sowas ja sehr, sehr gut, weil an sich sollte grundsätzlich das beste Argument überwiegen. Ja. Und das, was ich so sehe im politischen Diskurs heutzutage, ist, dass vielleicht auch aus der Hilflosigkeit und dem Unwissen immer nur Personen vorgestellt werden. Also man sagt quasi, keine Ahnung, nimmst du AfD, ist sofort erste Höcke. Okay. Ja. Ja, so. Das ist so, du weißt gar nichts, du hast aber irgendwas abgespeichert, das ist wie früher Nazi-Zeit und dann haust du Adolf Hitler. Ja, so, bumm. Ja. Ja. Und sonst weißt du aber gar nichts mehr, schlecht Adolf Hitler. Ja. Und das ist so, da auch so dieses Höcke. Die Leute wissen aber so gut wie nichts über diesen Mann. Ja, die haben auch vielleicht mal einen Artikel, noch nicht mal eine Rede von ihm gesehen, aber vielleicht mal einen Artikel, einen Titel gesehen. Ja. Und das Gleiche ist, wenn ich jetzt sehe, was der Stern erst gemacht hat. Ich erinnere mich noch, wo der Stern angefangen hat, so extreme Hetzpropaganda zu machen. Da hat er Donald Trump damals mit dem Hitlergruß auf dem Cover oben drauf gehabt. Da hing ihm so eine Amerika-Flagge drüber und er hat den Hitlergruß gemacht. Mhm. Und jetzt erinnere ich mich, dass Alice Weidel erst drauf war mit altdeutscher Kursivschrift und Hass drauf. Das war das Sterncover, glaube ich. Richtig, Sterncover. Sagte ich Spiegel? Sterncover war es. Ich glaube, es war Sterncover. Ja, Stern. Ich möchte das auch so korrekt, ja. Das ist beides mal Stern gewesen. Ja. Die sind auch nochmal, die lehnen sich nochmal weiter raus, was so, sage ich jetzt mal, das Werkzeug der Propaganda angeht. Und ich finde das interessant, immer in der Beobachtung, was oftmals auch gesagt wird, ich habe mich da erst vor ein paar Tagen mit einem Mann unterhalten, der sagte, ja, das ist ja eine homophobe Partei. Hm. Dann sage ich, wer steht denn an der Spitze dieser Partei? Sag das doch mal. Hm. Ach so, das ist die Alice Weidel, die ist nicht zufällig eine Lesbe, aber das ist eine rassistische Partei. Und die ist noch mal mit wem zusammen? Aber die ist nicht, das ist nicht eine Schwarze, oder, mit der sie zusammen ist. Ja, doch. So. Ja, deswegen würde ich dich gerne mal fragen, grundsätzlich, weil du da einfach deutlich mehr drin bist in diesem Thema als ich, was sind denn deiner Meinung nach die größten Irrtümer, die man über die AfD und deren Wähler so hat in unserem Volk? Das Muster ist mir tatsächlich seit Köln aufgefallen. Da habe ich so oft drauf angesprochen, die AfD will alle Ausländer abschieben. Diese Pauschalverurteilung oder dieses Pauschalurteil über die AfD, was einfach faktisch nicht stimmt, das ist leicht auszufechten. Ne? Wenn ich alle Ausländer, erstmal Ausländer definieren in dem Kontext, die will auch nicht alle Nicht-Weißen abschieben. Wir wollen illegale Migration unterbinden und die, die ausreisepflichtig sind, so wie du und ich steuerpflichtig sind und im Knast kommen, wenn wir Steuern nicht zahlen, ne, in letzter Konsequenz, klicken die Handschellen. Ne? So wollen wir auch, dass die Ausreise von Ausreisepflichtigen durchgesetzt wird. Das ist etwas, was, das sollte Mindestkonsens sein. Ne? Der Minimalkonsens sollte es sein. Mhm. Dass wir abgelehnte Asylbewerber, die sich immer noch im Land befinden, wieder zurückführen in ihre Länder. Dass, wenn die da oben rein auch noch strafrechtlich auffallen, dann sollte es darüber überhaupt gar keine zwei Meinungen geben. Das sollte auch gar nicht die Frage einer Partei sein, sondern der normale Konsens. Ich frage mich immer so. Genau, warum muss die AfD dafür einstehen? Ja. Das sollte eigentlich Grundgesetz, das wäre auf dem Boden des Grundgesetzes. Wenn wir darüber sprechen, war auch die illegale Massenmigration unkontrolliert. Nach Dublin III, nach Schengen und nach dem Grundgesetz. Grundgesetzwidrig. Ne? 16a Absatz 2. Genau. Und das ist halt etwas, das hat sich so weit verschoben. Ne? Das hat sich so weit verschoben, dass der Meinungskorridor diesbezüglich, dass eine Partei, die als rechtsextrem geframed wird in den öffentlichen Medien, dafür einstehen muss und das wieder zurückfordern muss, ne? dass wir Grundgesetzparagrafen durchsetzen. Und das ist etwas. Ja, aber wenn ich da auf die Frage antworten soll, das meiste ist, dass die AfD alle Ausländer abschieben will. Das kann ich da aber recht nüchtern kontern. Ne? Also ich würde ja im selben Boot sitzen, wobei das natürlich kein Argument ist. Ne? Es geht nicht um mich, es geht nicht um Einzelschicksale. Selbst wenn es mir schaden würde, aber das Richtige ist, würde ich dafür eintreten, weil es der Gerechtigkeit dient. Ne? Also das ist wieder diese Anfangsfrage, die ich meinte, ne? Trittst du ein für Interessen, ob für deinen oder für andere, oder trittst du ein für das, was das Richtige ist? Richtig, aber das ist wiederum der Patriot, wie ich ihn eigentlich verstehe. Das sollte sich natürlich schon
irgendwo finden wieder die eigenen Interessen. Aber wenn ich sage quasi, ich liebe das, für was dieses Land steht oder mal gestanden ist, ja. Und dann möchte ich, dass es gesund ist, ja, in seiner Form. Es muss gesund sein, es muss stark sein. Und dann muss ich einfach die Dinge, die ihm schaden, entfernen. Ja, ja, so wie man das in seinem eigenen 100%. Haushalt eben auch 100%. Macht. Ja, man lässt sich ja nicht zumüllen und das, man bringt den Müll raus. Genau, und das ist auch im globalen Kontext nur gerecht. Denn es kann nicht sein, dass die Deutschen arbeiten müssen für andere Menschen. Dass wir das Elend der ganzen Welt auffangen müssen, dass alle psychisch Kranken und Lahmen sich in Deutschland auskurieren, auf Kosten der hiesigen Steuerzahler. Das sind die Leistungsträger hier sind. Das ist im Endeffekt eine Unterwerfung des hiesigen Steuerzahlvieh. Ne, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht im Sinne der Gerechtigkeit. Also auch wenn man ethisch darüber diskutieren möchte, ne, da geht es hier nicht darum, dass wir egoistisch auf unsere Interessen gucken und wir wollen niemandem helfen, niemals. Ne? Das ist nicht der Weg. Aber wir haben halt diesen, da gibt es auch einen Raum, wo man helfen kann. Solange man sich nicht selbst schadet, richtig, sollte schon mal erstmal grundlegend gewährleistet sein. Und das kann eben eine bestimmte Grenze überschreiten, wo es dann selbstschädlich wird, wo es absolut irrational wird, wo es vielleicht noch nicht mal selbstschädlich ist, sondern auf Kosten anderer geht. Wir reden hier nicht von einem Haushalt, wo vielleicht 7 Leute beheimatet sind, sondern wir reden von 80 Millionen. Wir haben jetzt die Situation, dass beispielsweise die Grünen dafür stimmen, sie selbst aber in etwas wohl genährt oder etwas wohlständiger sind und in Vierteln leben, wo die Auswirkungen davon gar nicht mitbekommen. Das heißt, die stimmen für etwas, was andere ausbaden müssen. Ne? Im Übrigen trifft genau dieses Beispiel auch auf die Grünen zu, denn die werden mehrheitlich, also zumindest der Frauenanteil bei denen ist ziemlich hoch. Mhm. Die haben jetzt, die jetzt Grün gewählt haben, die haben indirekt Männer in den Krieg geschickt, weil wenn hier Krieg ausbricht, wenn der Krieg rüberschwappt, aus welcher Richtung auch immer, dann werden Männer eingezogen in die Wehrpflicht. Ne? Also biologische Männer, da macht es auch übrigens keinen Unterschied, ob du jetzt was du bekennst. Ne? Also indirekt haben Frauen Männer in den Krieg geschickt. Und das ist ungerecht. Das ist einfach ungerecht. Das ist eine Ungerechtigkeit, ne? Dass Menschen handeln, aber zu Lasten anderer. Und das ist etwas, also deswegen Patriot, deine Definition, die kann ich annehmen, aber es ist nicht zu verwechseln mit egoistischem, so einem Ego-Pfad, ne? Sondern es kann unabhängig davon auch ethisch konsistent sein. Mhm. Das sehe ich halt. Das sehe ich halt, dafür trete ich ein. Ne? Ich würde noch ein weiteres Argument hervorbringen, das oft als Gegenargument gebracht wird, auch von den Medien, und zwar die AfD möchte die Demokratie abschaffen. Also du siehst, ich kann darüber nur lachen. Ne? Allein schon, wenn ich den Punkt heranziehe, dass die die direkte Demokratie am ehesten befürworten. Ich glaube, das hat die Linkspartei auch mal gefordert. Die FDP hat es auch, glaube ich, vor 12 Jahren mal gemacht. Das waren noch Zeiten. Ne? Mhm. Diese Zeiten sind vorüber, gone, für immer. Und nur bei der AfD hat man diesen... Wobei, daraus wird ja auch der AfD einen Strick gedreht. Ne? Die wollen... man kann es, egal wie man es macht, der Vorwurf wird im Raum sein. Mich überzeugt es absolut nicht. Also je mehr direkte Demokratie wir haben, wobei man sich unabhängig davon auch darüber streiten kann, wie sinnvoll das ist, bei welchen Themen macht das Sinn, bei welchen nicht. Aber wenn die AfD die Einzige ist, die das mehr, zumindest bei bestimmten Themen mehr einfordert, ne, dann sehe ich die als eher auf dem Spektrum Demokratie oder Despotie, ne, eher auf der Seite der Demokratie. Und das ist auch etwas, ja, lässt sich halt leicht falsifizieren. Es ist sehr libertär und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mich bekennen muss. Ich würde an sich jeder Partei, völlig egal wie sie heißt, die Stimme geben. Ich habe selber in der Schweiz gelebt. Ich bin ein großer Fan von direkter Demokratie. Es gibt noch ein Land auf dieser Welt, unser Nachbarland, das so durchzieht. Das ist die Schweiz. Mhm. Und die einzige Partei, die dafür einsteht und sagt, wir wollen die direkte Demokratie, wird von allen anderen Parteien, die es ablehnen, als die Partei bezeichnet, die Demokratie abschaffen möchte. Das ist Realsatire. Ist das auch die SVP unter Köppel? Richtig. Roger Köppel, glaube ich, ne? Roger Köppel von der Weltwoche, genau. Genau, das ist die SVP dort, die für direkte Demokratie eintritt. Die auch, also die ganze Schweiz, es gibt ja immer noch, aber es gibt auch da Bestrebungen, das Ganze natürlich zu limitieren. Ich denke, das sind Bewegungen, die sehen wir überall, ja, dass man versucht, immer mehr Einfluss aus der Hand des Volkes rauszunehmen. Bei uns ist es quasi gar nichts mehr oder nur noch sehr, sehr wenig. Ja. Und in der Schweiz
gibt es auch Elemente, die das versuchen, ja, zu zentralisieren, wie du sagst. Aber dort ist es insgesamt noch sehr stark. Ja. Und ein Roger Köppel, der damals auch oftmals in allen möglichen deutschen Sendungen eingeladen wurde und leidenschaftlich immer dafür gekämpft hat und den deutschen Politikern auch gesagt hat, was eigentlich Demokratie bedeutet. Ja. Der hat sie ja eigentlich immer auf die Schulbank gesetzt und gesagt, ich erkläre euch jetzt erstmal, was Demokratie eigentlich bedeutet. Ralf Stegner eine Standpauke gehalten hat, aber fährt. Das Zitat ist noch in meiner Kanalinfo. Also falls ihr auf meinem Kanal geht, in meiner Kanalinfo findet ihr noch das Zitat, wo er Ralf Stegner bezüglich Demokratie belehrt. Völlig richtig, völlig zu Recht. Ja, ja. Das schaue ich mir sehr gerne an. Sehr interessanter, auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der für seine Standpunkte einsteht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für seine Standpunkte einzustehen und sage ich jetzt mal, auch den Fuß in die Türe zu legen. Viele Leute haben ja genau davor eine panische Angst. Du wirst das wahrscheinlich auch öfters hören, dass die Leute sagen, das ist sehr mutig von dir, Feroz. Toll, dass du den Mut hast, das zu sagen. Es sollte eigentlich keinen Mut bedürfen, um seine Meinung auszusprechen. Ja, das nicht. Aber vielleicht einen Gesellschaftswandel herbeizuführen, das wird immer Mut bedürfen. Weil ja, Entwicklung und Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Ne? Also hinter dem Horizont warten unsere größten Träume, aber auch unsere größten Ängste. Mhm. Aber genau da ist es halt das, was ich immer meine mit Erkenntnismut. Weil wenn wir über Gesellschaftspolitik unterhalten, dann geht es im Endeffekt um Ideen. Und bestimmte Ideen, bestimmte Einsichten brauchen Mut. Ne? Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall dem Kontext noch erwähnen wollte. Ich will mir da keine Illusion machen. Deutschland ist auch ökonomisch auf dem absteigenden Ast, das nur gelinde formuliert. Wer in den letzten Jahren so ein bisschen rumgekommen ist, im Süden, globalen Süden, sei es die Emirate, sei es China, ne, der sieht, wie wir technologisch abgehängt werden. Das ist etwas, was du dann nicht mehr von der Hand weisen kannst, wenn du die Alternative siehst. Absolut. Wo du siehst, wo andere Länder jetzt 2023 stehen, da könnten wir auch locker stehen. Eigentlich in einem proaktiven Szenario aus den 90er Jahren hätten wir auch dort mitgezogen haben können. Wir sind irgendwie so 20 Jahre zurück, habe ich das Gefühl, 15 Jahre, selbst wenn ich heute jetzt hier in Stuttgart unterwegs bin, überall Baustellen sehe, nur als banales Beispiel, ne? Ich will ja jetzt nicht populistisch aus den Baustellen, aber generell, ich habe gesehen, wie es auch anders sein kann. Das gute Beispiel war der BER-Flughafen und der Flughafen in Peking, dieser Sternfisch, der da fertiggestellt wurde innerhalb von Rekordzeit, auf jeden Fall Rekordzeit. Und innerhalb des Projektvolumens, das im Vorfeld angesetzt wurde. Ne? Während hingegen das sich überschlagen multipliziert hat in Berlin. Und das ist sinnbildlich. Ich denke, das ist sinnbildlich. Absolut. Ich frag mich, da bin ich sehr gespannt auch auf deine Meinung, weil du ja auch ökonomisch da bewandert bist. Ist das, was, ich denke, das bedingt das eine bedingt das andere. Das ist so eine Gegenseitigkeit. Ne? Aber was kommt zuerst? Ne? Ist es erst der ökonomische Verfall oder erst der geistige Verfall und daraus resultiert ein wirtschaftlicher Abstieg? Ich würde sagen, es ist immer erst der geistige Verfall. Ja? Weil wir Menschen, wenn man das Ganze ja, sage ich jetzt mal, aus den klassischen Gesetzen des Universums rausgeht, der Mensch formt im Geist, was er in der echten Welt materialisiert. Ja? Ja, ja. Das erste Auto, ja, Gottlieb Daimler, wenn wir uns anschauen, wie wurden große Erfindungen geschaffen, die sind in the mind, im Kopf entstanden, haben sich durch die Fantasie geformt, immer stärker und stärker geformt und sind dann in der materiellen Welt erschaffen worden. Und somit ist es doch auch beim Zerfall genau das Gleiche, wenn der Geist schwach und krank ist. Ja. Ja, und das sehen wir ja, weil er auch so lange gepeinigt wurde innerhalb unserer Bevölkerung auch. Ja. Wenn du dir anschaust, dass Menschen geboren werden, in der Schule ihnen ewige Schuld erstmal eingeimpft wird und sie die ganze Zeit, wenn man das sinnbildlich sich anschauen möchte, mit einem gebeugten Haupt, sie laufen nicht mit erhobenem Haupt um, sondern sie laufen nach vorne gebeugt und sie sind immer, wissen gar nicht warum, das sehen wir jetzt im politischen Spektrum der Linken, die wissen gar nicht, warum sie sich eigentlich so schlecht fühlen, warum sie der ganzen Welt helfen wollen, nur helfen, außer sich selbst, allen anderen, nur nicht mir selbst. Sie wissen nicht warum, sie wissen nur, dass es so ist, weil diese Propaganda so stark gewirkt hat bei ihnen, dass sie einfach, das ganze Leben ist in einem, wenn man so möchte, in einem Teufelskreis des sich wiederholenden Hilfsbedürfnisses anderen gegenüber, während man sich selber komplett verkommen lässt. Und ich denke, das ist ja nur ein Teil davon,
Es ist alles sinnbildlich, ob du dir die Nationalmannschaft anschaust, die ja keine Nationalmannschaft mehr ist, sondern nur noch die Mannschaft. Mittlerweile nur noch schafft. Oder nur noch schafft. Nur noch schafft. Sehr gut, ja, ist richtig. Mittlerweile nur noch schafft, obwohl sie nichts schafft. Ja. Aber das ist ja sinnbildlich überall und ich denke, das lässt sich auch nicht mehr verdecken. Wir sehen, dass wir abgehängt werden und du sagtest vorher 15 bis 20 Jahre zurück. Ist ja nicht so, dass wir mit gleichem Tempo 15 bis 20 Jahre zurück sind, dann kommt es halt 20 Jahre später, sondern wir lahmen ja extrem. Es wird also 21, 25, 30 Jahre zurück. Ja. Wir abgehängt werden? Dass wir abgehängt werden. Und ich denke, das ist aus der ökonomischen Betrachtung ist es der hauptsächliche Punkt. Wir sind Old Economy in Deutschland. Wir sind Schwerindustrie, ja, schwere Maschinen, die wir produzieren. Und das Wichtigste für eine Industrienation war und ist schon immer billige Energie. Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein einziges Beispiel, wo du gleichzeitig die teuersten Energiekosten der Welt hast und eine Industrienation geblieben bist. Das gibt es nicht. Jedes Imperium und ein Wirtschaftsimperium waren wir mit Sicherheit. Waren wir mal, ja. Zerfällt, wenn es nicht mehr den Lebenstreibstoff hat und das ist billige Energie. Und wir haben jetzt die teuerste Energie und wir, selbst wenn wir es schaffen werden, diese Energiepreise zu halbieren, sind wir immer noch verdammt teuer. Das realisieren die Leute nicht. Wir sind am Arsch, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja. Ich will deine These, dass der geistige Verfall zuerst kommt, nochmal zur Disposition stellen. Und zwar in folgender Überlegung. Man könnte ja auch sagen, dadurch, dass wir gute Zeiten hatten, sind wir geistig verfallen. Also wir hatten gute Zeiten und uns ging es zu gut. Ne? Und das hat uns quasi einen Gang zurücktreten lassen. Ne? Da gibt es diesen Zyklus der Männer. Ne? Starke Männer erschaffen gute Zeiten aus guten Zeiten. Die haben wir erlebt die letzten Jahrzehnte. Ne? resultieren schwache Männer. Diese wiederum führen wieder harte Zeiten dabei. Daraus resultieren wieder starke Männer. Wir haben das losgezogen, am Ende einer guten Zeit geboren zu sein, ne? Wo wir jetzt halt eben den geistigen Zerfall sehen. Und ja, das ist korrekt. Also ich stimme dir dazu. Nur ob das der Fall gewesen ist, wird ja immer gerne angeführt, uns ging es zu gut. Das ist sehr viel von außen eingebracht, warum es hier so ist, wie es gekommen ist. Ja. Das ist nicht Zufall oder jetzt haben wir es schleifen lassen. Nein, wir haben uns bewusst entschieden, als einziges Land auf diesem Planeten unsere Atomkraftwerke abzuschalten. Ja, das ist nichts, wir wussten, das ist eine Katastrophe für diesen Markt. Die Wirtschaftsexperten sagen es unisono. Ja. Wir werden das nicht ausgleichen können und wir sagen, wir machen es trotzdem. Selbstverstümmelung. Das ist Selbstverstümmelung, ja, richtig. Und deswegen all diese Dinge, es hätte nicht so kommen müssen. Wir könnten mit 5, 6 Entscheidungen, die rückgängig gemacht werden, eine große Entscheidung, die unser Sozialsystem massiv belastet, auch das verstehen die Leute nicht, massiv belastet dadurch, dass wir mehrere Millionen Menschen reingelassen haben, die wir voll alimentieren, denen wir teilweise auch verwehren, dass sie Arbeit nachgehen dürfen. Ja? Mhm. Wir könnten die saubersten Straßen hier haben, blitzblank, dass du vom Boden essen kannst, wenn wir das Selbstverständliche machen würden, dass diese Leute arbeiten. Mhm. Müll wegräumen, einfach Dinge. Alten Menschen helfen, egal was, ihnen eine Aufgabe geben, was ja auch besser für sie wäre, denn der Mensch braucht eine Aufgabe. Mhm. In der Stadt rumgammeln, das ist ja klar, dass die dann auf dumme Ideen kommen und wir hier jetzt einen offenen Drogenhandel haben in dieser Stadt, in Berlin einen haben, den sie gar nicht mehr kontrollieren, weil sie sagen, ist alles sowieso schon vorbei. Fair, ja? Weg. Ja? Ja. Und das sind ja alles selbst erschaffene Probleme. Und ich weiß nicht, dieses wir schaffen das von Merkel, vielleicht gab es ein paar, oder gibt es wahrscheinlich immer noch ein paar Leute, die geglaubt haben, dass das richtig ist, aber es war damals eigentlich schon klar, das ist nicht zu schaffen. Ich bezweifle, dass sie selbst geglaubt hat. Ich glaube, die hat nur halt ihre Wahlperioden gedacht, also nach mir die Sintflut. Aber wenn ich das aufrichtig bewerten soll, ich bezweifle, dass sie selbst geglaubt hat. Und das, was wir beobachten, das, was du sagst, ne, der Verfall, ich glaube, das ist auch etwas, was sich halt in sich wieder nochmal verstärkt. Also das beschleunigt sich intrinsisch. 2016 hatten wir, glaube ich, das Jahr, wo 4.000 Millionäre ausgereist sind aus Deutschland, ausgewandert. 4.000 Millionäre. Ne, und die Regierung guckt zu. Und was nicht nur zugucken, sondern das noch verstärken, weil was sagen die dann? Ja, dann erhöhen wir einfach die Steuern. Philipp, erklärst mir, warum verstehen Linke das nicht? Dass das nun dazu führen wird, dass noch mehr Millionäre abwandern, ne? Die hier maßgeblich Leistungsträger sind. Ne?
Also Sie verstehen es nicht, weil es in Ihrem Bild die Wurzel allen Übels ist. Also denken Sie wahrscheinlich noch, Sie machen was Gutes, um dann irgendwann in den Planwirtschaftsstaat reinzukommen, den Sie sich erwünschen, von dem Sie trotz aller Beispiele, wie schlimm es gelaufen ist, immer sagen werden, das war nicht der richtige Kommunismus. Ja, ja. Ihr habt ihn noch nie erlebt, den richtigen Kommunismus. Ja. Das ist fast schon der kein echter Schotte Argumentationsdruckschluss. Aber ja, hundertprozentig. Ja, und das ist ganz richtig, was du sagst, 2016 mit der Auswanderung, denn zwei Jahre später wurde die sogenannte Wegzugsbesteuerung verschärft. Mein Bruder ist noch damals am 31.12., einen Tag vor der Verschärfung, der ist jetzt in Texas und lebt dort seitdem. Texas hat übrigens die gigantischen Steuern von 0% Einkommenssteuer. Ja? Und weil doch oftmals gesagt wird, in der Schweiz gibt es niedrige Steuern, das können die machen, weil dort zu wenig Leute leben. Texas ist dreimal so groß wie Deutschland und die haben 0% Einkommenssteuer. Ja? Nicht dreimal so groß wie Deutschland oder dreimal so groß wie die Schweiz. Ne? Nee, wie Deutschland. Texas, du kannst dir den Ach so, von der Fläche her. Von der Fläche her. Von der Fläche her. Ist riesig. Ja, also, verstehe. Ist riesig. Ja. Aber es ist ein anderes Thema, bloß weil ja auch immer dieses Argument, um sich selber irgendwie noch rechtfertigen zu können, warum man hier so geknechtet wird, ist, ja, das geht bei denen, die sind ja nur so wenig Leute, das ist ja nur ein mini kleines Land, die können das irgendwie machen. Nee, das hat damit nichts zu tun, sondern es ist eine Frage der Effizienz des Wirtschaftens. Ja. Und wenn ich natürlich einen Beamtenapparat habe, der in die Hunderttausende geht und immer größer wird, weil er sich dadurch selbst zu schützen versucht. Ja. Das ist ja das, was wir hier sehen, der deutsche Beamtenapparat, der wird immer größer und größer, der Bundestag wird immer größer und größer. Das ist das Monster, das sich durch seine schiere Größe selber vor sich schützen möchte oder vor der Außenwelt schützen möchte. Deswegen auch der Graben jetzt. Deswegen auch der Graben jetzt. Die wissen ganz genau, wofür der notwendig ist. Auch das ist sinnbildlich. Hundertprozentig. Wenn du dir, also so ein großes Eigentor kann man sich eigentlich nicht schießen. Da würdest du denken, das ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um sich von der Bevölkerung auch noch geografisch, auch noch physisch abzugrenzen. Mhm. Aber offensichtlich hat man da jeglichen Verstand verloren. Sie haben sich ja geistig schon längst abgegrenzt. Ja, ja, das ist dann nur die logische Konsequenz. Ja. Und auch da, wenn du bedenkst, dass... Um nochmal auf das alte Thema vorher zurückzukommen, da hat man einen in der Partei, der in den Augen mancher vielleicht ein bisschen extremer ist als andere. Gleichzeitig gibt es in jeder Partei, ich könnte dir von jeder Partei, wir könnten, ob Habeck erfindet Vaterlandsliebe zum Kotzen, Claudia Roth, die auf Demos mitläuft, wo Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße skandiert wird, ist egal. Ja. Ja, das sind ja die wirklichen, das sind Aussagen, wo man in anderen Ländern am gleichen Tag zurücktreten muss, wenn man die auch nur einmal in den Mund nehmen würde. Rixinger von der Linken hat vor ein paar Jahren noch gesagt, wir würden die Reichen nicht erschießen, wir würden die für sinnvolle Arbeit einsetzen. Mhm. Ne, darüber noch gelacht. Die Tagesschau hat das noch, ich paraphrasiere es, noch ein bisschen versucht abzuwiegeln. Ne, war ja nur ein Witz und so. In keinem Paralleluniversum hätte man das bei der AfD jemals durchgehen lassen. Das wäre rauf und runter. Das kriegt einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das wird hoch und runter gepeitscht in der Tagesschau. Daran erinnern Mahnmale, Artikel, Graffiti. Also was nicht alles, die Erinnerungskultur. Ne? Die Erinnerungskultur der Linken ist, was das angeht, immer zur Stelle. Ja, hundertprozentig sehe ich da ein ungleiches Maß. Ne? Was auch natürlich nochmal mein Gerechtigkeitsempfinden irgendwo antastet. Und da denke ich, muss man sich vor Augen führen. Die AfD hat einen sehr, sehr prallen medialen Spotlight auf sich. Ne? Wenn man mit demselben Bemühen auch die anderen Parteien beleuchten und durchleuchten würde, dann würde man mindestens genauso viel finden. Also wenn man auch da mit fairem Maß herangehen würde, auch das muss man insgesamt immer berücksichtigen. Da kann ich auf Manipulation reingefallen sein. Ich versuche mich da weitestgehend frei zu machen und deswegen eben das auch mit ins in die Waagschale zu lassen. Mhm, Ja, also denken wir an die Zeiten noch von Helmut Kohl und den schwarzen Koffern, die da rumgegangen sind. Da war ja das ganze Thema Schwarzgeld und Parteispenden eigentlich noch ein viel mehr Laissez-faire-Thema. Das war halt, ja, da hat halt der eine das Köfferchen abends beim Viertele trinken, die da rumging. Die politischen Skandale, die gab es schon immer. Das war nicht ganz meine Zeit, aber war das der Fall, die Causa, wo dann seine Frau auf einmal eine Krankheit hatte und dann hat man das thematisch abgelenkt? War das das? Also es ist richtig, dass seine Frau eine Krankheit hatte. Die Medien würden nicht behaupten, dass das die Ablenkung war, sondern dass das halt dann so gekommen ist. So ist es ein bisschen im Kollektiv hängen geblieben, zumindest in der Rückschau. Das habe ich mitbekommen. Ja, also um das mal ganz klar, alle Parteien, ob wir die Linken, und ihr müsst ja heute zu sagen,
bei den Grünen noch mehr die Nähe teilweise als die Linken zu absolut extremen, definitiv die Demokratie ablehnenden, gewaltverherrlichenden Subjekten. Das sind Linksfaschisten, nichts anderes. Das sind die, die alle anderen Meinungen ablehnen, außer ihre eigene. Das ist per se der Faschismus. Ja. Ich würde sagen, ganz unterm Strich, ganz nüchtern beurteilt, die AfD ist nicht im Ansatz so rechts, wie die Grünen links und insbesondere die Linkspartei links ist. Mhm. Also die haben, was das angeht, haben wir eine himmelschreiende Asymmetrie im Meinungsspektrum in Deutschland. Und das muss korrigiert werden. Also es ist eine faire Angelegenheit. Fühlst du dich dadurch, dass du eine exponierte Haltung einnimmst und so offen sprichst, auch bedroht? Hast du, ich meine, wir sehen ja jetzt gerade bei manchen Politikern Bedrohungslage. Teilweise wird mit dem Kantholz schon gegen manche Leute vorgegangen. Wie ist da deine Erfahrung? Also ich sage ganz offen, da will ich mir nichts vormachen. Meine Hautfarbe schützt mich sicherlich, weil ich weiß, dass ich dasselbe mit einem anderen Erscheinungsbild vielleicht nicht in der Freiheit machen könnte. Umso verpflichteter fühle ich mich ja, das zu machen. Weil es ja in Bezug darauf, dass andere ihre Meinungsfreiheit nicht wahrnehmen können, ja in deren Sinne ist, dass das halt jemand verteidigt, ne? dass da jemand dafür einsteht. Das ist nun ein weiterer Stein in meiner Motivpyramide für diesen Einsatz. Fühle ich mich nicht bedroht, auch wenn es mal zu Konfrontationen auf der Straße kommt, wenn ich mal da unterwegs bin, ne, mit entsprechender Montur. Aber physisch fühle ich mich nicht bedroht. Es sind andere Gefahren, die da sind. Ne? So, weiß ich nicht, eine berufliche Einschränkung vielleicht. Ne? Aber da bahnt sich ein Genie bahnt sich seinen Weg, sagt man. Ne? Mhm. Ich will mich jetzt nicht selbst als Genie bezeichnen, aber ich bin schon irgendwo jemand, der sich halt, wenn eine Tür verschließt, ich habe jetzt deswegen keinen Weltuntergang zu befürchten. Weil ich weiß, ich bin ein Macher, ich habe ein Köpfchen, irgendwie werde ich es schon schaffen. Ne? Also eher die Gefahren. Und der Staat wäre auch dumm, wenn der, das haben die ja schon verstanden, die haben ja auch aus den Fehlern der historisch vergangenen Despotien gelernt. Wir müssen die Leute heute nicht mehr wegsperren, physisch töten oder köpfen. Ne? Es reicht, wenn wir sie mundtot machen. Wenn wir ihnen den Kanal wegnehmen, das wäre eine Gefahr. Wenn du mir meinen YouTube-Kanal wegnimmst, das ist sicherlich eine Gefahr, weil es ja auch irgendwo eine Existenz ist. Ne? Auch ich muss Miete zahlen. Unabhängig davon, Zensur generell, ne? dass mir der Mund verboten wird. Das kann verschiedene Gründe haben. Dann Zermürbung durch Hausdurchsuchung oder sowas. Solche Gefahren sehe ich eher physisch bisher nicht. Mhm. Hat es ja bei anderen Leuten, wenn wir uns den Dr. Markus Krall anschauen oder so, das ist jetzt nur einer davon, der das schon hautnah zum zweiten Mal jetzt erlebt hat, dass, ich weiß nicht, ob es SEK war oder die normale Polizei auf jeden Fall, die bei ihm die Türe eingetreten haben und alles ausgeräumt. Der war nicht mal selber da, sondern seine Tochter war da und die hat dann die schwer bewaffneten Beamten vor sich gehabt und so. Also das ist aber auch nicht nur was in Deutschland so vorkommt, sondern das ist generell, der Staat arbeitet mit diesen Mitteln, um eben die unliebsamen Subjekte mundtot zu machen. Und in anderen Ländern, wollen wir das auch mal ganz klar sagen, in China oder so, da ist man einfach weg. Ja, ja. Da ist man ganz weg. Ja. Oder in Russland. Ja. Ja, genau. Und sicher auch teilweise in Amerika, wenn man sich zu sehr gegen eine große Branche oder so stellt, dann fliegt man auch aus dem Fenster. Ist das nicht der Fall Julian Assange? Mhm. Also das könnte man an der Stelle genauso kritisieren. Hinzu kommt in Deutschland speziell eine Duldung von Linksextremismus. Also die Fälle, die wir jetzt kürzlich erlebt haben, dass Alice Weidel in Sicherheit gebracht werden musste, dass es einen Anschlag gab auf Tino Chrupalla, den Fall Magnitz hast du noch angesprochen, aus Bremen, der in Kantholz abbekommen hat, dann kürzlich Jorka. Das sind Fälle, die die Medien und die Staatsapparate natürlich auch irgendwo einkalkulieren und dann entsprechend abwiegeln bis totschweigen. Es war sehr ruhig, kann man sagen. Ja. Du stellst dir vor, das wäre Ralf Stegner gewesen oder das wäre Saskia Esken gewesen, die es erwischt hätte. Ja, da kannst du dir den Aufschrei vorstellen. Also ich sehe das Bild nicht vor mir und ich will mir da nichts vormachen. Ja, das ist etwas, ich will mir da keine Illusionen machen. Grundsätzlich in der Politik, ne, Illusionen sind nicht nur trügerisch für dich, sie kosten dir Zeit, ne, wenn du dir Illusionen machst. Deswegen ist Erkenntnisangst, Erkenntnismut immer so ein großes Thema bei mir. Wenn du in der Realität nicht ausweichen kannst, dann sieh sie lieber jetzt ein, ne, bevor du dich Illusionen hingibst. Und ehe du dich versiehst, sind Jahrzehnte vergangen. Und das ist etwas, was du privat auf dich beziehen kannst, aber auch auf eine Nation. Ne? Wie gesagt, wir müssen uns klar machen, wir sind auf dem absteigenden Ast. Wir werden noch harte Zeiten erleben. Du hast das Beispiel genannt von jemandem, der übergewichtig ist und dann abwiegelt. Ja, es sind nur 20 Kilo. Ne? Irgendwann kann er nicht mal von der Couch aufstehen. Ne? Und muss anscheinend erstmal richtig auf die Schnauze fallen, muss erstmal einen Herzinfarkt erleiden, ne? Auf der Intensiv aufwachen, damit der versteht, ich muss das ändern. Ne?
Auch das eine harte, bittere Erkenntnis, eine bittere Einsicht. Aber vielleicht muss es erst passieren, damit Deutschland da wieder zu Sinn kommt. Ne? Wie bewertest du das? Vielleicht ist es auch zu defätistisch. Nee, es ist wahrscheinlich genauso. Der Deutsche lernt nur aus Schmerz. Das haben wir alle gemerkt und das merken, vielleicht ist es auch eine menschliche Sache, dass es erst sehr, sehr, sehr wehtun muss. Und das tut es jetzt vielen Leuten schon im Portemonnaie, das hast du gesagt. Das ist wohl das, wo den Deutschen tust am meisten weh im Portemonnaie. Mhm. Ja. Und das ist es jetzt. Wir haben eine Inflation, die deutlich höher ist als das, was der Staat vorgibt. Wir haben grundsätzliche Preissteigerungen. Musst dir ja nicht sagen, gehst in den Supermarkt rein und füll mal dein Körbchen, dann weißt du, was der echte Warenkorb ist der Menschen. Ja? Weil der Warenkorb, den der Staat ausgibt, der ist ja auch immer wieder anpassungsfähig und deswegen steuern sie es so, dass wir halt nachher bei 5, 6, 7, 8 rauskommen. Aber wenn wir sehen, wie Lebensmittelpreise explodiert sind in der letzten Zeit, wie alle ihre Preise massiv anheben, wie wir hier am Bau sehen, dass die Werkstoffpreise sich verdoppelt haben und so weiter. Das ist schon eine extrem toxische Mischung, die auch noch dazu kommt. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Bitte. Wo siehst du dieses Land in den nächsten 5 Jahren? Wenn wir also nicht nur jedes Jahr durchgehen, sondern einfach in 5 Jahren jetzt mal schauen. Was ist das für ein Bild, das du siehst? 2028. Mhm. Also im Osten wird sich auf jeden Fall was bewegt haben durch die AfD-Mehrheiten in den einzelnen Bundesländern. Die siehst du also auch kommen? Das ist unausweichlich. Das konnten die nur hinauszögern um ein paar Jahre, plus minus 5. Aber wie es jetzt aktuell aussieht, werden die sich dazu entlarven müssen. Die CDU wird sich die Hosen runterziehen müssen, dass sie dann doch mit den Linken koalieren, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, eine Minderheitenregierung aufzustellen. Beziehungsweise entweder Minderheitenregierung oder eben koalieren alle Altparteien zusammen, ne, Blockparteien. Das sehe ich im Osten definitiv. Anderweitig, das ist ziemlich pauschal. Also ich könnte mir vorstellen, dass fünf Jahre kannst du das noch hinauszögern, die Situation. Krieg muss man natürlich im Auge behalten, wie sich das da entwickelt. Auch aktuell, das ist nicht so weit weg. Ne? Auch der Nahostkonflikt ist so weit nicht weg. Absolut, ja. Also das kann durchaus konnotiert sein, auch entgegen der Bevölkerung, entgegen dem Willen der Bevölkerung, auch wenn die sich nicht da hineinziehen lassen möchten, auch wenn sie mehrheitlich gegen Waffenlieferungen, Export, Rüstungslieferungen stimmen. Trotzdem, das wird ja trotzdem gemacht. Ne? Also die Konsequenzen müssen wir so oder so ausbaden. Das ist etwas, was man halt zur Kenntnis nehmen muss. Aber so wie es proaktiv weitergeht, würde ich sagen, wird der Osten interessant, diesbezüglich auf parlamentarischer Ebene. Und das ist halt immer so auch eine strategische Überlegung. Ne? Wollen wir das noch etwas, das Pendel noch weiter ausschlagen lassen, damit das auch ordentlich wieder zurückpendeln kann? Oder wollen wir jetzt dann mit einem Kompromiss zufrieden geben, nachdem wir eine Legislatur lang die Ampelpolitik hatten und dann das Gegenprogramm bekommen? Ne? Das ist halt immer so eine Frage der Nachhaltigkeit. Aber das wäre so meine Einschätzung. Die Mehrheit der Deutschen will ja laut offizieller Statistiken jetzt schon Neuwahlen haben. Mhm. Ja, gut. Ja. Also es wäre nicht zu verdenken. Sehr spannend. Ich danke dir auf jeden Fall. War ein sehr, sehr interessantes Interview. Sehr, Feroz, danke dir. Ebenfalls.